Im heutigen Video stelle ich euch mal wieder meine Biokiste vor. Eine Biokiste im November mit fast regionalen Lebensmitteln. Freitag ist bei uns Biokistentag. Ich habe heute wieder meine Biokiste bzw. zwei Biokisten geliefert bekommen. Seit Dezember 2004 bestelle ich fast jede Woche bei einem regionalen Biobauern und ich möchte euch in diesem Video mal wieder zeigen, was ich alles bestellt habe und wie wir diese echten Lebensmittel verwenden. Ihr seht, die meisten Lebensmittel sind in Papiertüten verpackt und dann hier auch Posteleien zum Beispiel in einer abbaubaren Plastiktüte und sonst eben nur Papiertüte oder alles lose. Das ist der Inhalt meiner heutigen Biokiste. Ihr seht, schön grün und fast alle Lebensmittel sind noch aus der Region. Das schätze ich auch immer sehr. Regionale Lebensmittel, grüne Lebensmittel und vor allem frische Lebensmittel. Und ich zeige euch jetzt der Reihe nach, was das alles für Lebensmittel sind und wie wir diese Lebensmittel verwenden. Da fange ich jetzt mit einem ganz tollen Kulturgrün an. Das ist Postilein. Das ist mit mein liebstes Kulturgrün im Winter. Enthält viel Vitamin C, Eisen, Magnesium, Calcium. Und das ist auch eine geniale, vitaminreiche Pflanze, eben für den Winter. Und der Geschmack ist mild, frisch und leicht säuerlich. Kann man auch super mit Obst zum Beispiel kombinieren oder eben auch mit Gemüse. Weiter geht's mit einem schönen Herbstgemüse, regionalem Herbstgemüse. Das ist Hokkaido-Kürbis. Weiter geht's mit einem Wurzelgemüse. Das ist Rote Beete. Hier wieder ein tolles Kulturgrün für den Herbst. Das ist Palmkohl, auch Schwarzkohl oder toskanischer Kohl genannt. Gilt als Ursprung vieler anderer Kohlarten. Enthält B-Vitamine, Beta-Carotin und Vitamin C und schmeckt etwas milder als der Grünkohl, leicht würzig, süßlich. Wie verwende ich den Palmkohl? Also entweder esse ich ein paar Blätter so zum Gemüse oder ich bereite daraus Palmkohlchips zu, ähnlich wie Grünkohlchips. Da gibt es auch auf meiner Website, auf meinem Blog einen Artikel, einen Rezeptartikel zu Gemüseschips. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke diesen Artikel oben in den Infokarten oder aber in der Infobox. Das ist ein schöner großer Endiviensalat. Er enthält viele Nährstoffe, Kalium, Calcium, Phosphor, Eisen, auch Folsäure, Vitamin C und einen Bitterstoff. Also er schmeckt leicht bitter, würzig und leicht herb. Und der im Endiviensalat enthaltene Bitterstoff regt den Gallenfluss an und wirkt appetitanregend. Hier sind zwei Bund Petersilie und die Petersilie gehört mit zu dem bekanntesten Küchenkraut. Sie enthält zum Beispiel Calcium, Eisen, Schwefel, Vitamin C, B-Vitamine, ätherische Öle und Zink. Also sie wirkt zum Beispiel appetitanregend, verdauungsfördernd, entgiftend, auch schleimlösend, antibakteriell und blutreinigend. Wie verwende ich die Petersilie? Meistens presse ich mir daraus einen Saft, zum Beispiel zusammen mit Gurke. Oder ich esse ein paar Blätter so einfach zu Gemüse oder ich hacke die Petersilie klein. Die Petersilie sollte übrigens immer roh verwendet werden. So bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe enthalten. Weiter geht's mit drei Bund Stangsellerie. Der ist auch noch regional. Wie verwende ich den Stangsellerie? Ich verwende ihn immer roh und presse mir meistens daraus einen Monosaft. Also ich trinke Stangsellerie am liebsten unvermischt. Ich presse mir einfach frischen Stangselleriesaft und trinke ihn so. Der Stangsellerie enthält auch viele Mineralstoffe und regt zum Beispiel auch die Magensäureproduktion an. Hier haben wir ein regionales Obst, eines meiner liebsten regionalen Obstsorten. Verschiedene Äpfelsorten sind das hier. Daneben noch zwei Zitronen, die sind nicht regional, die sind aus Spanien. Dann haben wir hier ganz viele Gurken, die sind auch nicht mehr regional, leider, die sind aus Spanien. Das hier ist auch ein schönes regionales grünes Gemüse, das ist Brokkoli. Den esse ich aktuell selten roh. Den dämpfe ich für meine Jungs und ab und zu esse ich auch mal etwas gedämpften Brokkoli. Hier haben wir auch noch regionales Obst, das sind Birnen. Die essen wir einfach so. Hier noch ein Kilo Zwiebeln, die verwende ich meistens für die Suppen für meine Jungs. Dann haben wir hier noch ein regionales Gemüse, das ist Lauch. Den
verwende ich zum Teil roh, indem ich ihn einfach in kleine Stücke schneide und zum Beispiel zu einem Gurkensalat gebe, oder ich verwende diesen Lauch auch für die Suppen meiner Jungs. Hier haben wir noch Blumenkohl, hier ein regionaler Romanesco-Salat oder ein Romanesco, den hatten wir jetzt auch noch nicht. Noch ein schönes grünes Kulturgemüse, das ist der Wirsing. Der wird hier bei uns seit dem 18. Jahrhundert angebaut. Er schmeckt aromatisch würzig und enthält zum Beispiel Senföle, Vitamin C, auch Calcium und Eisen und noch andere Vitamine und Mineralstoffe. Dann hier haben wir noch zum Schluss regionales Wurzelgemüse. Das hier sind Möhren, das sind aber Saftmöhren, die sind meist ein bisschen unförmiger und dicker. Dann haben wir hier noch eine Pastinake und Wurzelpetersilie. Also die Möhren, wie schon gesagt, das sind Saftmöhren, die entsafte ich. Ab und zu dämpfe ich auch ein bisschen Möhren für meinen Ältesten. Die Pastinake verwende ich auch für Suppen oder manchmal brate ich auch ein bisschen Pastinake für meinen Ältesten an. Und die Wurzelpetersilie, die verwende ich auch ab und zu für Suppen oder esse sie roh. Hier sind noch ein paar Lebensmittel für meine Jungs. Das sind noch 6 Eier, die ich ab und zu für meine Jungs bestelle. Dann haben wir hier noch Kartoffeln. Das sind festkochende Kartoffeln für Pellkartoffeln oder Bratkartoffeln. Und hier haben wir noch mehlig kochende Kartoffeln für die Suppen oder auch mal für Kartoffelbrei. Und hier, das sind noch Saftmöhren. Ich hatte 3 Kilo Saftmöhren bestellt und habe aber nur 1 Kilo ausgepackt. Für dieses Gericht habe ich die mehlig kochenden Kartoffeln verwendet und einen Teil der Zwiebeln. Für meine Jungs gibt es heute Abend Kartoffelbrei. Mein Jüngster liebt Kartoffelbrei ohne irgendwelches Gemüse. Für ihn gibt es dann separat gebratenen Räuchertofu. Für meinen Ältesten gibt es den Kartoffelbrei, dazu noch gebratene Zwiebeln, gebratenen Knoblauch und gebratenen Räuchertofu. Dazu gedämpftes Gemüse, das ist gefrorenes Gemüse, Erbsen und Möhren. Dann habe ich auch noch ein bisschen Zwiebel mitgedämpft und Knoblauch. Und als es fertig war, noch ein bisschen Kokosöl dazugegeben, Salz und gefrorene 6 Kräuter. Hier seht ihr 2 Lebensmittel aus meiner Bio-Kiste. Ich habe mir 3 Äpfel ein bisschen kleiner geschnitten und dazu gibt es das tolle, saftige Kulturgrün Postelein. Das ist ein Salat, den habe ich unter anderem aus 2 Lebensmitteln aus meiner Bio-Kiste hergestellt. Ich habe 2 Gurken geraspelt und einen Teil des Lauchs kleingeschnitten. Das waren die 2 Lebensmittel aus der Bio-Kiste. Dann seht ihr noch ein bisschen getrocknete Tomaten in diesem Salat und kleingeschnittene Kresse. Das ist ein frisch gepresster grüner Saft. Dafür habe ich einfach einen Bund Stangensellerie aus meiner Bio-Kiste verwendet. Zum Entsaften benutze ich den Angel Juicer, einen der besten Entsafter, den es gibt. Dieser Entsafter weist eine sehr, sehr gute Saftausbeute auf. Der Trester ist schön trocken und man kann aus einem Bund Stangensellerie so viel Saft pressen. Diesen schönen grünen Saft habe ich komplett aus Lebensmitteln aus meiner Bio-Kiste gepresst. Dafür habe ich eine Gurke geschält und entsaftet, einen ganzen Bund Petersilie entsaftet, einige Blätter Schwarzkohl bzw. Palmkohl und eine halbe Zitrone. Für meinen Ältesten gibt es heute einen Gemüseeintopf, der besteht zum größten Teil aus Lebensmitteln aus der Bio-Kiste. Zwiebeln sind dabei, Kartoffeln, Pastinake, Wurzelpetersilie, Möhren und Wirsing. Das ist ein grüner, frisch gepresster Saft. Darin sind auch einige Zutaten aus der Bio-Kiste enthalten. Eine Gurke, ein Bund Petersilie, ein Fenchel und dazu habe ich noch selbstgezogene Alfalfa-Sprossen entsaftet. Hallöle! Kann ich Hallo sagen? Du kannst Hallo sagen. Machst du schon? Ja. Hallöle! Das ist eine Kürbissuppe. Diese Suppe ist aus einigen Zutaten, also fast ausschließlich mit Zutaten aus der Bio-Kiste gekocht worden. Was haben wir verwendet? Zwiebeln? Knoblauch ist noch dabei, der war nicht in der Bio-Kiste. Kürbis, Pastinake, Fett. Möhre, ein bisschen Kokosöl, Möhre und Lauch. Und ein bisschen Kokosmus haben wir da noch dazu getan. Genau, das ist Kürbissuppe. Und hier ist noch für mich eine kleine Speise. Die 2 Gurken, die ich hier für diesen Salat verwendet habe, die sind auch aus der Bio-Kiste. Dazu gibt es noch getrocknete Tomaten, Kresse und selbstgezogene Rettichsprossen. Hier seht ihr Birnenstücke. Ich hatte 2 verschiedene regionale Birnensorten in meiner Bio-Kiste. Die schneide ich dann einfach
auf. Und diesen kleinen Teller habe ich jetzt für meinen ältesten Sohn gemacht. Simon, du hast die Birnen auch schon probiert. Wie schmecken die? Gut. Richtig schöne, reife, regionale Birnen. Hier seht ihr gesunde Chips aus Wirsing und Palmkohl. Diese beiden Lebensmittel haben sich ja auch in meiner Biokiste befunden. Und kürzlich habe ich mal wieder diese gesunde, herzhafte Knabberei zubereitet. Blumenkohl war ja auch in unserer Biokiste. Meistens dämpfe ich den Blumenkohl und serviere ihn mit etwas Salz. In der Biokiste war ja auch Romanesco enthalten, den habe ich auch gedämpft. Und hier ist auch ein bisschen Blumenkohl noch dabei. Dazu habe ich noch eine Zwiebel aus der Biokiste gedämpft, dann noch ein bisschen Knoblauch. Und dann habe ich das Ganze noch mit ein bisschen Salz gewürzt, mit verschiedenen Kräutern, und da ist auch noch ein bisschen Kokosöl dabei. Das ist ein rohveganer Apfelstrudel. Für die Füllung habe ich auch einige Äpfel aus der Biokiste verwendet. Das ist ein leckerer, frisch gepresster Saft aus 3 Zutaten aus meiner Biokiste. Dafür habe ich 1 Kilo Möhren entsaftet, dann noch 2 Knollen rote Beete, 1 halbe Zitrone und noch ein kleines Extra. Das war noch ein kleines Stück Ingwerwurzel. Das war meine regionale, schön grüne Biokiste. Wer sich für grüne Lebensmittel interessiert und wissen möchte, wie man sich mit diesen grünen Lebensmitteln gesund halten kann, und wer überhaupt wissen will, was für eine Vielfalt an grünen Lebensmitteln es gibt, nicht nur Kulturgrün, sondern auch Wildgrün, dem empfehle ich mein E-Book Gesund Grün Essen. Ihr findet den Link zu diesem E-Book unten in der Infobox. Was haltet ihr von regionalen, saisonalen und grünen Lebensmitteln? Würdet ihr auch so einkaufen? Ich freue mich über eure Kommentare unter diesem Video. Bis ganz bald. Alles Liebe.